Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part der Crybaby Wimps Legacy Challenge. Im letzten Part sind wir mit der ganzen Family inklusive Brad und Isabella nach Granite Falls gefahren und haben ein verlängertes Wochenende dort im Nationalpark verbracht. Und wir hatten vielleicht die ein oder andere Auseinandersetzung zwischen Isabella und Brad und Isabella und Jolene und Philipp. Und es war einfach eine sehr verzwickte Dreiecksbeziehung zwischen Philipp, Jolene und Brad mit sehr viel Drama und Eifersucht. Aber wir haben es geschafft, dass Jolene und Brad am Ende noch getechtelmechtelt haben. Und an dem Punkt setzen wir jetzt auch an, dass wir dann herausfinden werden, sobald der Urlaub zu Ende ist natürlich, ob Jolene tatsächlich schwanger ist. Und wenn ja, mit was sie schwanger ist. Ob es ein Mädchen wird, ein Junge, vielleicht wieder Zwillinge oder sogar Drillinge. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt darauf und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Part. So, ihr seht, es ist noch Dienstagmorgen um 9. Ich glaube, unser Urlaub geht noch 2 oder 3 Stunden oder so. Deswegen würde ich jetzt auch tatsächlich mal Jolene Frühstück servieren lassen, dass sie noch einmal schnell einen Obstsalat serviert. Dann kann Philipp in der Zeit mal hier aufräumen. Isabella spricht sich schon wieder Mut zu. Sie ist sich so unsicher. Brad, du strapazierst meine Nerven. Nein, Brad, nein. Brad Brooks möchte einen Schritt weiter gehen. Ist Jolene zu einer festen Freundschaft bereit? Nein, Brad. Auf gar keinen Fall. Doch nicht im Urlaub. Also, das Spiel ist auch echt, als wenn das Spiel das nicht checkt, dass Brad verheiratet ist und dass Jolene verheiratet ist. Ich meine, klar, die könnten halt trotzdem eine Beziehung miteinander anfangen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Das wird jetzt die Beziehung von den beiden ruinieren, aber ich drücke da jetzt trotzdem drauf. Autsch. Okay, was haben wir jetzt für ein Sentiment dadurch? Braucht etwas mehr Freiheit, Jolene, und Brad ist deprimiert wegen der Ablehnung. Ja, gut. Kann ich dir jetzt leider auch nicht helfen. It is what it is. Ach Brad, jetzt guck doch nicht so traurig. Unser Mann ist auch hier in der Nähe. Wir können auch jetzt nicht eine feste Beziehung aus dem Nichts anfangen. Das muss schon ein bisschen romantischer laufen. Max! Mann, wir machen doch hier gerade Frühstück für alle. Ich kann sich auch nicht beherrschen. Ich habe ihn übrigens immer noch nicht umgestylt, aber das mache ich noch. Keine Sorge. Ich habe es gemerkt, nachdem er die Treppe runterkam, dachte ich mir so, Mist, du wolltest Max umstylen. Okay, aber wenn wir jetzt hier schon mal dabei sind, wenn du fertig bist, dann ruf doch mal alle zum Essen. Dann können wir wenigstens noch ein letztes schönes Familienfrühstück machen mit allen. Und Isabella sieht einfach so traurig aus. Schaut euch das an. Ich habe übrigens auch den Kommentar gelesen, was denn wäre, wenn Philipp und Isabella zusammenfinden würden, nachdem Jolene und Brad praktisch miteinander durchbrennen. Und ich habe tatsächlich auch schon drüber nachgedacht. Vor allem im letzten Part, als wir hier im Urlaub in Granite Falls waren, habe ich wieder in einigen Momenten gedacht, wie ähnlich sich einfach Isabella und Philipp sind und dass die beiden sich theoretisch total gut verstehen müssten, weil die ja beide auch sehr, sehr eifersüchtig sind und irgendwie, ja, sich so gleich sind, so gleich ticken und dass sie eigentlich vielleicht sogar zusammenpassen würden. Deswegen würde ich gerne nochmal eure Meinung hören, wie ihr dazu steht, was ihr davon haltet, wenn Jolene und Brad dann tatsächlich miteinander durchbrennen und ihre jeweiligen Partner verlassen, ob dann vielleicht Philipp und Isabella zusammenfinden sollen und es dann noch so ein kleines Happy End in dem ganzen Drama geben soll oder ob das vielleicht euch schon zu viel ist, ob es zu positiv ist und Isabella und Philipp einfach alleine bleiben sollen. Ah, und Anne müssen wir auch umstylen. Okay, Anne, du siehst wild aus. Ja, Jolene geht aber ran zum Telefonieren. Dann war das Anne. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wer diese komische Frau ist, die uns die ganze Zeit angerufen hat. Und sie ist wieder super kokett, weil sie aufs Flirten eingestellt ist und total zufrieden wegen spektakulärem Techtelmechtel. Ja, wir wissen jetzt natürlich nicht, ob sie das Techtelmechtel mit Philipp meint oder das mit Brad. Weil wir haben jetzt zum Ende des letzten Parts auch noch mit Philipp Techtelmechtel, damit er eben nicht, ja, was bemerkt, falls Jolene jetzt tatsächlich schwanger werden sollte. Und sie muss auch schon wieder auf Toilette. Kann das sein? Ist sie schwanger? Wir könnten jetzt schon einen Schwangerschaftstest machen, aber das machen wir nicht im Urlaub, das machen wir gleich zu Hause. Okay, unser Urlaub ist zu Ende. Wir werden den jetzt auch abbrechen und beenden. Welcome back. Musst du heute arbeiten? 8 Uhr, er könnte zur Arbeit gehen, aber er würde eh nicht befördert werden. Von daher kannst du auch zu Hause bleiben. Boah, Jolene ist so scheinheilig. Sie ist einfach so scheinheilig. Es ist der absolute Wahnsinn. Okay, Philipp, aber mach du dich doch hier mal nützlich. Und dann machen wir mit Jolene einen Schwangerschaftstest. Oh mein Gott. Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt vor einem Schwangerschaftstest. Ich hoffe so sehr,
dass das geklappt hat und dass sie wirklich schwanger ist. Ich habe ein gutes Gefühl, ich habe wirklich gutes Gefühl, weil ich ja auch die Chance, schwanger zu werden, umgestellt habe, weil Brad ja so gut wie unfruchtbar war im letzten Part. Ich hoffe echt, dass das jetzt geklappt hat. Oh mein Gott. Seid ihr bereit, Leute? Ich bin nicht bereit. Seid ihr bereit? Sie denkt lange drüber nach. Oh mein Gott, das ist gut, oder? Das ist gut, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Juline ist schwanger. Okay, also Juline ist schwanger. Und dann haben wir hier aber noch die Benachrichtigung bekommen. Wer ist das andere Elternteil? Juline hat mit mehreren möglichen Vätern getechtelmechtelt und ist sich nicht sicher, wer von diesem Kind ist. Ich glaub's nicht. Ich kann nicht mehr. Ich habe diese Benachrichtigung noch nie bekommen. Oh mein Gott. Das heißt, sie ist jetzt schwanger. Aber wir haben absolut gar keine Ahnung von wem. Aber sie ist glücklich darüber. Sie ist einfach absolut glücklich. Oh, es ist so ein Chaos. Es ist einfach so ein Chaos. Und ich liebe alles daran. Oh mein Gott. Mit Philipp plaudern. Okay, aber ich denke, wir werden es ihm jetzt noch nicht direkt erzählen. Oh mein Gott, warum hat sie denn so einen dicken Bauch plötzlich? Wir müssen das jetzt noch ein bisschen geheim halten. Vielleicht kann sie mal ein bisschen Yoga machen. Geh mal ein bisschen Yoga üben. Und wir werden es ihm dann später auf jeden Fall noch erzählen. Brad, was machst du denn jetzt schon wieder hier? Wenn du jetzt schon wieder eine feste Freundschaft möchtest, dann... Beste Freunde. Okay, beste Freunde ist in Ordnung. Wir können beste Freunde werden, Brad. Gar kein Problem. Wir werden beste Freunde. Das ist okay. Aber du musst jetzt wieder gehen. Du musst jetzt leider wieder gehen. Jetzt geht er auch noch hier rein. Brad, Mann, staunst doch nicht beim Yoga auf den Hintern. Meine Sims machen mich fertig. Oh, wir müssen ja auch dann ein neues Babyzimmer machen, sobald wir wissen, was die Babys werden. Was für, oder das Baby, was für ein Geschlecht es hat. Ich hoffe, es werden nicht wieder Zwillinge. Das überlebe ich nicht. Ich glaube, heute kümmert sich Philipp mal um den Haushalt. Dann kann er da oben nochmal wischen. Wer ruft jetzt an? Nein. Brad und ich haben gerade unser neues Baby nach Hause geholt. Kannst du vorbeikommen? Okay. Aber wir nehmen Philipp mit. Okay. Wo ist das Baby? Zeig mir das Baby. Wir werden jetzt erstmal mit Isabella plaudern und sie liebevoll umarmen. Aber wir werden ihr jetzt natürlich noch nicht... Ich wollte gerade sagen, wir werden ihr noch nicht von der Schwangerschaft erzählen. Wir können Isabella vom Techtelmechtel mit ihrem Partner erzählen. Also, dass wir mit ihrem Mann getechtelmechtelt haben. Die Option werden wir auf jeden Fall mal nutzen. Aber... heute ist nicht der Tag. So, wo ist denn das Baby? Also hier ist ein Babybett, was leer ist. Hier ist auch kein Baby. Wo ist denn das Baby? Oh, wer bist du denn? Bist du Monika? Nee, Mareike. Okay, die hieß Mareike. Hat sie mehrere Kinder jetzt bekommen? Moment, ich muss mal ganz kurz in den Stammbaum gucken. Wie viele Kinder hast du denn? Zwei. Okay, anscheinend meint sie Mareike. Okay, dann werden wir uns mal Mareike vorstellen. Ach, wir müssen ja bitten, vorgestellt zu werden. Ja, dann werden wir jetzt mal Isabella bitten, uns vorzustellen. Und du kannst in der Zeit vielleicht mal ein bisschen mit ihm reden und ihn bitten, ehrenamtlich tätig zu werden. Zeigt sie uns das Mareike? Mareike braucht auch dringend Umstyling. Das mache ich dann in einem Abwasch mit Max. Aber ich finde es ganz toll, dass Isabella sich von den M-Namen hat inspirieren lassen und nach Max jetzt noch eine Mareike hat. Süß. Ach Gottchen. Ach Gott, wie süß. Behalten wir jetzt Mareike? Anscheinend. Anscheinend behalten wir Mareike jetzt einfach. Okay. Na gut. Können wir Mareike an dich weitergeben? Wie funktioniert das? Vorstellen. Ah, wir können ihn Philipp, sie Philipp vorstellen. Stell doch mal Mareike Philipp vor. Oh, und einen Ultraschall müssen wir auch noch machen. So viel zu tun, so wenig Zeit. Oh, süß. Nein, 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 Juline. Nein, nein, nein. Wir werden das Philipp noch erzählen, aber jetzt gerade noch nicht. Warum ist sie so schwanger? Sagt bloß nicht, da sind Zwillinge oder sogar Drillinge drin. Ich verstehe nicht, warum sie schon so einen großen Bauch hat im ersten Trimester. Ah, ich glaube, ich weiß, woher das kommt. Ich musste meine Mod beim neuen Update rausnehmen. Ich habe eigentlich eine Mod von Little Miss Sam gehabt, dass die Sims kleinere Bäuche haben. Und die Mod musste ich rausnehmen, weil es mit den Pferden geclasht hat. Ah, daran liegt das. Okay, naja. Dann hoffentlich vielleicht doch keine Zwillinge oder Drillinge. Oh mein Gott, wie süß.
Och, Philipp. Er ist so süß. Aber wir werden jetzt mal mit Philipp essen gehen. Ich habe nämlich ein Restaurant platziert. Das werde ich euch gleich zeigen. Das habe ich im Stream von Queen Sherlock gesehen. Das heißt Greenhouse Restaurant und ist sogar für Sun Sequoia gebaut worden. Und es ist mega, mega schön. Ich glaube, der Creator oder die Creatorin heißt Marmelade Art in der Galerie. Und da findet ihr das Haus auch, also Greenhouse Restaurant. Und ich bin sehr gespannt, weil ich habe es mir in-game noch gar nicht angeguckt. Ich habe es nur bei ihrem Stream gesehen. Und da werden Philipp und Jolene jetzt zu Abend essen und dann wird sie ihm die große Neuigkeit berichten. So, da sind wir. Guckt mal, wie cool das ist. Und hier wird Jolene dann Philipp die große Neuigkeit berichten, während die zu Abend essen. Es gibt hier so eine kleine Bar, so einen Außenbereich. Guckt mal, wie schön das ist. Und hier kann man dann sitzen, hier gibt es Sitzplätze. Wie viel Liebe ist bitte in dieses Restaurant gesteckt worden? Schaut euch das an. Kann man diesen Tisch eigentlich auch haben? Nee, okay. Aber an dem könnten wir... Nee, da könnten wir nicht sitzen. Vielleicht der. Ja, um den Tisch könnten wir bitten. Vielleicht gibt es noch einen schöneren. Ich will den allerschönsten Tisch haben. Den hier. Um Tisch bitten. Keine Ahnung, ob das jetzt der schönste ist. Wir nehmen ihn jetzt einfach. Aber ich dachte mir, beim ersten Kind hat sie es ihm ja einfach so gesagt. Und bei der nächsten Schwangerschaft wird sie es ihm jetzt ein bisschen feierlicher verkünden, dass sie nochmal Nachwuchs bekommen. Weil ich denke, dass Jolene auch davon ausgeht, dass Philipp der Vater ist. Weil wir mit Philipp ja auch viel Techtelmechtel hatten. Und dass sie gar nicht daran denkt, dass da vielleicht, ja, etwas passiert sein könnte mit Brad. Ich glaube, das ist bei ihr aktuell noch ziemlich im Hinterkopf. Und ich meine, ich weiß es ja auch noch nicht. Wir werden es dann erst sehen, wenn Relationship and Pregnancy Overhaul, wenn wir da die Option haben, demjenigen zu sagen, dass er der Vater vom Kind ist, dann steht er auch immer bei, ob das eine Lüge oder die Wahrheit ist. Und natürlich im Stammbaum können wir das auch sehen. Aber bisher wissen wir noch gar nicht, ob das ja von Brad oder von Philipp ist. Ich hoffe natürlich, dass es von Brad ist, weil laut Challenge-Regeln muss die nächste Generation ein Kind von dem Affärenpartner sein. Und das Kind weiß dann auch nicht, wer eigentlich der richtige Vater ist. Also das ist dann nie geklärt. Und ja, da freue ich mich sehr drauf auf die Storyline. Wir werden für Jolene mal einen O-Saft bestellen und für Philipp einen Whisky. Und er wundert sich dann vielleicht schon, dass Jolene keinen Wein oder so trinkt. Gibt es ja eigentlich Wein? Nee, aber sonst hätte sie vielleicht einen Apfelprickler oder so genommen. Und dann wird Jolene den Lachs essen und Philipp das Steak. Ja, das ist gut. 67 Simoleons, naja gut, okay. Wir haben ja ein bisschen Geld und es ist auch ein feierlicher Anlass hier. Können wir ja nochmal ein bisschen mit ihm flirten und ihm ein Kompliment über sein Aussehen machen. Und dann können wir nochmal vielleicht schmeicheln. Ach, ich hätte auch eine Verabredung draus machen können. Naja, egal. Zuneigung ausdrücken. Ach Mist, hätte ich ihn die Verabredung leiten lassen, dann hätten wir sogar eins seiner Bestreben hier noch fertig gemacht, das Level. Naja, dann kann er ihr auch nochmal ein Kompliment über ihr Aussehen machen. Bleiben wir an der Oberfläche. Der nette Smalltalk mit Jolene hat Philipp gefallen. Manchmal sollte man die einfachen Dinge im Leben zu schätzen wissen. Oberflächliche Gespräche, die nicht so sehr in die Tiefe gehen, können echt angenehm sein. Würdest du sagen, dass Philipp das Gewöhnliche bevorzugt und Smalltalk mag? Meinetwegen, Philipp. Do your thing. Das sieht aber lecker aus. Guten Appetit. Mensch, wir haben mal Essen in einem Restaurant bekommen. Das ist in meinem Spiel ja auch wirklich eine Seltenheit. Normalerweise sitzen die so lange da, bis es Nacht ist und die Köche immer noch nichts serviert haben. Wir können ja nochmal eine tiefgründige Unterhaltung mit ihm führen. Und wenn die beiden aufgegessen haben, ist es dann auch endlich Zeit, ihm davon zu erzählen. Aber dafür müssten die beiden mal ein bisschen schneller essen. Wir können ja nochmal in Erinnerung an unseren Hochzeitstag schwelgen. Mein Gott, Jolene ist so glücklich. Es ist einfach so krass. Was möchte sie da nochmal? Ein Kind haben. Okay, ja, das erfüllen wir jetzt auch bald. Und er ist einfach super kokett. Heißes Date zum Abendessen. Oh Gott, wie süß. Okay, vielleicht kann er nochmal ein bisschen mit ihr flirten. Aber ich möchte, dass ihr jetzt mal aufesst. Ich zahle hier einfach 67 Simoleons und ihr esst euer Essen nicht. Danach kannst du doch mal mit ihr über die Beziehungsängste reden. Und dann bitte essen. Danke. Fortschritt bei der Angstbekämpfung. Sehr gut, Philipp. Sehr gut. Hat er die Angst trotzdem noch? Nee, er hat die Angst auch nicht mehr. Ach Mann, den Sims geht's einfach wunderbar. Wie schön. Dafür stinkt er jetzt. Dein Ernst? Oh, wow, sie haben aufgegessen. Jetzt ist es an der Zeit, es ihm zu erzählen. Ich weiß gar nicht, worüber das geht. Hier, Schwangerschaftsnachrichten teilen. Das müsste nämlich von der Pandasama-Mod sein und eine richtig süße Interaktion geben. Ich habe die Interaktion noch nie ausprobiert, weil ich das immer verpasst habe, über das Menü zu machen. Oh mein Gott, sie hat sogar einen Schwangerschaftstest. Okay, Leute, passt auf, passt auf, passt auf. Ich muss die richtige Perspektive her erwischen. Okay, 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 seid ihr ready? Ich bin nicht ready dafür. Guckt mal, sie hat ihm einfach einen Schwangerschaftstest gezeigt. Und freut er sich? Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Och nein! Halt, stopp, guckt euch das mal an!
Wie süß ist es bitte? Oh mein Gott! Ich meine, es wäre noch süßer, wenn wir wüssten, dass er der Vater ist, aber naja. Ich mache trotzdem 12 Millionen Screenshots, ihr kennt mich ja. Es ist so eine süße Interaktion. Da hat Panda Selma sich mal wieder selbst übertroffen. Oh Gott, wie niedlich. Und wie hat Philipp es aufgenommen? Hat er hier ein Moodlet davon? Irgendwie hat er gar kein Moodlet davon, kann das sein? Ach, wir können ihn auch bitten, die Geburt zu begleiten. Das machen wir natürlich auch. Dann ist er schon mal bei der Geburt dabei. Ich würde ihm jetzt mal gerne noch... Ach, Bauchumarmung. Habe ich das schon mal gesehen? Das probieren wir auch mal aus. Auf keinen Fall lasse ich dich allein gebären. Ach, wie süß. Oh mein Gott, schau dir das an. Hilfe. Hilfe, wie süß ist das bitte? Kann die Frau da mal weggehen, damit ich einen Screenshot machen kann? Schaut euch das an. Also, falls ihr Realistic Childbirth Mod noch nicht habt, ladet euch sie runter. Es ist einfach eine tolle Mod. Sie wird euer ganzes Family Gameplay verändern. Ich verspreche es euch. Oh Gott, ist das so süß. Was haben wir bei Relationship Pregnancy Overhaul? Oh mein Gott, wir können gestehen, dass wir nicht wissen, wer der Vater ist. Hilfe. Nee, aber das möchten wir nicht. Ich würde gerne... Wie kann ich ihm denn sagen, dass er der Vater ist? Wir schwärmen mal von der Schwangerschaft. Oh, und sie muss auch dringend auf Toilette. Mach das mal erst, Juline, bevor du dir gleich in die Hosen machst. Aber ich möchte ihm erzählen, dass er der Vater ist. Normalerweise ging das doch. Oder geht das jetzt nicht, weil wir uns nicht sicher sind? Oh, vielleicht geht es auch nicht, weil wir uns nicht sicher sind. Aber ich glaube, wir werden das nicht bei Philipp machen. Weil wir sagen ihm natürlich, dass wir wissen, dass er der Vater ist. Wir werden die Option bei Brad verwenden. Wir werden die Option bei Brad verwenden und Brad dann so gestehen, dass wir halt schwanger sind, aber nicht wissen, wer der Vater ist. Das wird absolut großartig. Okay, Juline ist von der Toilette wieder zurück. Sie schwärmt jetzt nochmal vor der Schwangerschaft. Und dann werden wir auch für den Tisch bezahlen, weil es einfach schon wieder viel zu spät ist und Philipp am nächsten Tag arbeiten muss. Das Restaurant ist nämlich auch direkt bei uns in der Nähe. Also es ist total realistisch, dass die jetzt dort zu Abendessen waren. Mega, mega gut. Oh. Ich habe einfach das Haus von Isabella und Brad angewählt, als ich auf Reisen gegangen bin. Weil ich so gewöhnt bin, aus der Legacy Stories Challenges wieder wohnen. Aber okay, wir reisen jetzt natürlich in unser richtiges Zuhause. Gut, das ist das richtige Haus. Perfekt. Was ist denn bei euch los? Also du musst schlafen, Philipp muss ganz dringend auf Toilette und dann schlafen. Und was mit euch? Warum seid ihr wach? Könnt ihr ins Bett gehen, bitte? Du gehst jetzt schlafen und Ruby auch. Und wir sehen uns am nächsten Morgen. Guten Morgen. Philipp, du musst jetzt leider schon mal aufstehen und duschen gehen. Und Juline kann dann gleich schon mal anfangen, Frühstück zu servieren. Wir machen mal Omelette für alle, damit Philipp das vor der Arbeit noch essen kann. Was muss er denn noch für Fähigkeiten aufbauen? Ach, das Dozentenportfolio haben wir noch nicht angefangen. Charisma-Fähigkeit und Forschen und Debattieren. Ja, vielleicht schaffen wir zumindest Forschen und Debattieren noch. Das können wir machen, Debattieren üben. Dass wir dann auch bald mal befördert werden, weil unsere finanziellen Mittel sehen echt wirklich grausam aus. Und der Plan für heute ist, dass wir vormittags uns mit den Kids und mit Brad treffen. Vielleicht laden wir ihn ein. Das Wetter sieht nicht so gut aus, aktuell regnet es. Also vielleicht laden wir ihn einfach zu uns nach Hause ein, sonst wäre ich vielleicht irgendwo hingegangen. Und dann erzählen wir ihm eben, dass wir schwanger sind und beichten ihm auch, dass wir uns nicht sicher sind, wer der Vater ist. Und nachmittags gehen wir dann zum Ultraschall mit Philipp. Und ich freue mich sehr, 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 sehr doll darauf herauszufinden, mit was Juline schwanger ist. So, Frühstück ist fertig, dann ruft doch mal alle zum Essen und sie hat sich selber was genommen. Na gut, dann kann Philipp mal alle zum Essen rufen. Wie hoch ist denn seine Fähigkeit? Oh, okay, ich glaube, das schaffen wir doch nicht. Dann hör mal auf damit, Philipp, und geh mal frühstücken. Und wenn du damit fertig bist, kannst du das mal reparieren, weil wir haben kein Geld, das zu ersetzen. Was ist denn mit den Kids? Hallo Molly, Molly ist auch wieder am Start. Die Kids können sich auch mal was zu essen nehmen, wenn sie ausgeschlafen sind. Wann haben die Kinder eigentlich Geburtstag? Oh, nein, die haben am nächsten Tag schon Geburtstag? Oh mein Gott, wie schnell ging bitte das Kleinkinderalter rum? Können wir ganz kurz darüber reden, wie schnell die jetzt einfach von Kleinkindern zu Kindern werden? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Gefühlt waren die ewig Säuglinge und jetzt werden sie schon zu Kindern. Dann müssen wir ja schon wieder ein Zimmer umgestalten. Wir haben gar nicht so viel Geld. Oder wir machen das so, weil das Baby oder die Babys kommen ja sowieso erst, wenn die Kinder dann schon Kinder sind wahrscheinlich, dass wir dann vielleicht hier draus das Zimmer für die Kinder machen, also für die Kinderkinder mit so einem Hochbett oder so. Und dann kann das neue Baby oder die neuen Babys hier schlafen. Dann müssten wir die ganzen Sachen nicht verkaufen. Da können wir die einfach behalten. Oder wir räumen das um und tun es in das Zimmer und das größere Zimmer bleibt für die Zwillinge. Das würde vielleicht mehr Sinn machen. Ja, das ist ein Plan. Ich habe jetzt eine Katze auf der Tastatur sitzen. Molly, mein Schatz.
Molly, wenn du da drauf bleibst, dann geht das nicht. Komm mal her. Hallo. Hallo, Molly. Möchtest du Hallo zu YouTube sagen? Sag mal Hallo zu YouTube. Ich bin Molly, ich bin auch dabei. So, Philipp, musst du nicht gleich arbeiten? 3 Minuten noch, okay. Ach ja, also dieses komische Arbeitsoutfit. Oh, da wollte ich auch noch mal gucken, ob ich das im Kass ändern kann. Und irgendwer stinkt hier. Bist du das, Aiden? Ja, Aiden stinkt. Dann kannst du vielleicht mal Aiden baden. Und Ruby, dir geht's soweit ganz gut. Du stinkst ein bisschen, aber das ist okay. Du kannst ja mal oben spielen gehen. Und wenn du mit Spielen fertig bist, dann können wir dich auch mal baden. Spiel mal mit der Häschen-Hüpfrassel oder der Rabaukenrassel, das ist gut. Aiden, was machst du? Ach so, er isst noch. Ups, hab ich dich jetzt vom Essen abgehalten? Ja, I'm sorry. Du kannst nach dem Baden essen, versprochen. Bin so gespannt, wie die als Kinder aussehen werden. Wir wollten das Baumhaus zu Ende gebaut haben. Oh mein Gott, so viele Baustellen. Okay, dann wird Philipp auf jeden Fall das Baumhaus bauen müssen, wenn er wiederkommt von der Arbeit. Das ist so süß. Ich liebe die Badeinteraktion. Sowohl bei Säuglingen als auch bei Kleinkindern. Es ist einfach so niedlich. Oh, wie süß mit der Quietsche-Ente. Okay. Und jetzt kannst du mal weiter essen. Du hast das Omelett doch bestimmt noch irgendwo im Inventar. Okay, da, bitteschön. Isst es mal und dann kannst du nochmal Ruby baden. Aber das machen wir am besten oben, wenn sie eh oben ist. Ruby im Schaumbad baden. Hör mal auf zu spielen. Wie sehen denn ihre Fähigkeiten aus? Ach, nicht so gut. Töpfchen haben wir komplett vernachlässigt. Obala, wie sieht es bei Aiden aus? Töpfchen auch vernachlässigt. Naja, man kann nicht alles haben. Oh, Brad! Brad, du machst mich fertig. Brad Brooks möchte mal wieder mit Jolene zusammen sein. Brad Brooks möchte einen Schritt weitergehen. Ist Jolene zu einer festen Freundschaft bereit? Nein, immer noch nicht. Das Spiel probiert es aber immer wieder. Es ist der absolute Wahnsinn. Brad, wir können gerne zusammen sein heimlich. Sobald du herausgefunden hast, dass du der Vater unseres Kindes bist oder es zumindest glaubst, dann können wir gerne zusammen sein, aber jetzt noch nicht. Aber wenn er eh schon da ist, oh Gott, jetzt haben wir wieder ein schlechtes Sentiment. Die Beziehung hat einfach komplett runtergelitten. Aber wenn du dann eh schon da bist, dann können wir uns jetzt einmal mit dir unterhalten, wenn wir das Kind gebadet haben. Einen Moment, bleib mal kurz da, Brad. Und warte mal darauf, bis wir Ruby gebadet haben. Brad blockiert einfach unser Bad. Okay, Brad, du hast gewonnen. Weißt du was? Wir bilden jetzt eine Runde und dann setzen wir uns jetzt hier unten aufs Sofa. Was ist denn mit dir schon wieder, Aiden? Geht's dir nicht gut? Spielen, okay. Und vielleicht sollte Jolene sich was anziehen und ihm nicht im Schlafanzug begegnen. Immerhin ist es schon 10.30 Uhr. Wir werden ihr mal ihr normales Alltagsoutfit anziehen. Okay, jetzt entspannt euch mal bitte. Ich weiß, es ist dreckig. Beschuldigen, zu schnell vorgeprescht zu sein. Nee, wir werden jetzt mal ihm sagen, dass wir schwanger sind. Da, Schwangerschaftsnachrichten teilen. Wie kannst du denn schon wieder auf Toilette müssen, Jolene? Es ist so schlimm. Okay, wir machen das jetzt bei ihm genauso. Ist es natürlich ein bisschen unrealistisch, dass es die gleiche Interaktion ist, aber ich finde die einfach so süß. Er freut sich jetzt für uns. Okay. Oh. Oh. Das. Oh, okay. Naja. Okay. Und dann werden wir ihm danach sagen, dass wir leider nicht wissen, wer der Vater ist. Ich möchte es unbedingt ausprobieren, was dann passiert. Wo ist denn das? Hier? Gestehen nicht zu wissen, wer der Vater des Kindes ist. Okay. Okay. Mal gucken, was er dazu sagt. Ich habe das noch nie ausprobiert, diese Interaktion. Oh mein Gott, er findet es nicht so toll. Aber er kann sich doch... Oh mein Gott, das hat richtig Minusfreundschaft gegeben. Nee, okay, es ging. Aber er kann sich doch denken, dass wir auch mit unserem Mann techtelmechteln, normalerweise. Ach, und jetzt ist sie beschämt. Geheimnisvolle Vaterschaft. Es ist nicht überraschend, dass es nicht gut lief, zuzugeben, nicht zu wissen, wer der Vater des Kindes ist. Ups. Und er geht jetzt auch einfach. Er hat einfach gar keinen Bock mehr. Okay, Jolene, wenn es hier so dreckig ist, dann mach doch mal ein bisschen sauber. Das sieht einfach wirklich schlimm aus. Habt ihr schon recht. Also da haben die Sims schon recht. Ach, er ist doch noch da. Aber wir putzen einfach trotzdem mal. Und danach wollen wir auch immer noch Ruby im Schaumbad baden. Ah, jetzt ist sie wieder selbstsicher. Deswegen, das zweite Trimester in 14 Stunden ist, glückliche Eltern wegen Schwangerschaftsverkündung. Jolines Partner war glücklich, von der Schwangerschaft zu erfahren. Vollkommen überglücklich. Dieses Kind wird beiden viel Glück bereiten. Jolene träumt schon davon. Ja, ist die Frage, welchen Partner du jetzt meinst, Jolene. Wir haben aktuell 2 im Angebot. Und sie verehrt jemanden in der Nähe. Okay. Aber Brad, ich will dir nicht zu nahe treten, aber vielleicht solltest du gehen, bevor Philipp von der Arbeit wiederkommt. Neue Familiendynamik streng. Zwischen Jolene und Ruby. Ja, okay. Ich dachte, wir hätten die Familiendynamik schon, aber dann war es bestimmt bei Aiden und Jolene. Weil endlich wird das Kind mal gebadet. Es war auch bitter nötig.
Und Jolene ist gesellig. Ja, und wir sind alle meine Sims immer gesellig. Nee, weißt du was, Brad? Bevor du jetzt das machst, gehst du jetzt nach Hause. Du musst jetzt gehen. Philipp kommt gleich von der Arbeit und dann haben wir echt ein Problem. Ja, bring nochmal den Müll weg. Nein! Oh, und jetzt ist Isabella auch noch da. Oh mein Gott. Und sie sieht einfach, wie Brad aus unserem Haus kommt. Und sie nur so, hi Brad, du auch hier? Schön. Ja, gut, komm Isabella, dann werden wir dich jetzt mal hereinbitten. Philipp ist wieder da. Sehr gut. Er ist super angespannt. Weswegen? Er hat keinen Spaß. Guck doch nochmal ein bisschen Fernsehen, bis Julien fertig ist. Fernsehen gucken. Und dann gehen wir zum Ultraschall. Ich bin so gespannt, was das Baby für ein Geschlecht haben wird und wie viele Babys es werden. Komm schon, Jolene, putz schneller. Ruby kann jetzt sprechen. Oh mein Gott. Ach so, apropos sprechen und Geburtstag und so. Eigentlich sollte Philipp das Baumhaus bauen. Vielleicht ist das dann einfach ein Geburtstagsgeschenk für die beiden. Jetzt stinkt Jolene auch noch. Ich krieg die Krise. Egal. Wir reisen jetzt zum Ultraschall. Wie macht man das nochmal? Geburtshelfer anrufen. Wir wollen jetzt einen Ultraschall machen. Also natürlich wählen wir erstmal eine Geburtsart. Ja, ist die Frage, was wollen wir machen? Sollen wir nochmal eine natürliche Geburt machen oder eine Hausgeburt? Ich glaube, wir machen die natürliche Geburt. Wir können ja auch im Krankenhaus das platzieren. Dieses, so ein Wasserbecken zum Beispiel. Das wäre eigentlich ganz cool. Und jetzt gehen wir zum Ultraschall. Ich weiß, du bist müde, Jolene. Es tut mir auch super leid. Aber da musst du jetzt durch. Schwanger sein ist schwierig, habe ich gehört zumindest. Oh mein Gott, hier geht's richtig schlecht. Ich bin echt froh, dass ich die Mod nicht mehr drin habe mit den Schwangerschaftsabbrüchen, weil das sieht schon wieder richtig übel aus. Okay, lass uns beginnen. Mit Philipp, der mal wieder sein Midlife-Crisis-Outfit anhat. Jolene hat die natürliche Zustellung gewählt. Ja, eine Zustellung. Unser Baby wird zugestellt. Aber Philipp zieht sich jetzt erstmal was anderes an. Ich kann das Outfit nicht mehr sehen. So, Jolene. Let's go. Wo ist der Ultraschall? Hier vorne. Dann Ultraschalluntersuchung starten mit Rico. Dich kennen wir schon. Es geht los. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe so sehr, dass es nur ein Baby ist. Weil ich kann nicht mehr. Ich kann keine zwei Babys mehr. Und ich hoffe so sehr, dass es vielleicht ein Mädchen wird. Ich fände es toll, mit Mädchen weiterzuspielen. Aber ich hätte auch kein Problem damit, wenn es ein Junge wird. Mit dem Jungen würde ich auch weiterspielen. Oh nee, jetzt bricht sie vorher noch zusammen. Jolene, bitte. Ich möchte doch nur wissen, was für ein Baby wir kriegen. Wow, gute Nacht. Komm schon, Jolene, bitte. Bitte. Steh wieder auf. Vielleicht sollten wir sie während der Schwangerschaft nicht mehr so viele Sachen im Haushalt machen lassen, weil sie ist anscheinend dauermüde. Okay, oh, das ist eine sehr interessante Outfitwahl. Ja, ich wusste gar nicht, dass ich dieses Outfit habe. Dieses Oberteil. Oh, Philipp ist auch da. Oh mein Gott. Wie süß. Ich wusste gar nicht, dass er dann automatisch mitkommt. Oh, wie cute. Süß. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind schwanger. Basierend auf der Ultraschalluntersuchung sieht es so aus, als würden Sie ein gesundes Baby erwarten. Bisher sieht alles gut aus, aber wir werden Ihre Schwangerschaft und die Entwicklung des Babys weiterhin überwachen, um sicherzustellen, dass alles auf Kurs bleibt. Okay, dies ist eine aufregende Zeit und wir sind hier, um Sie bei jedem Schritt zu unterstützen. Jetzt kommt, seid ihr ready? Ich bin nicht ready. Der Ultraschall zeigt, dass es ein gesundes Mädchen, dass Sie ein gesundes Mädchen erwarten. Wie cool. Oh mein Gott. Oh, und sie stinkt super doll. Wir kriegen ein Mädchen. Das heißt, unsere nächste Generation ist jetzt wirklich auf dem Weg. Und ich freue mich gerade sehr. Ich bin gerade sehr, 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 sehr aufgeregt, weil das bedeutet, dass unsere nächste Generation einfach bald geboren wird. Sie ist ja schon im zweiten Trimester und wir müssen jetzt auch dringend nach Hause, weil sie einfach super K.O. ist. Aber unsere zweite Generation ist auf dem Weg. Das heißt aber auch, dass ihr mir jetzt Namensvorschläge in die Kommentare schreiben müsst, damit unsere zweite Generation, sobald sie geboren wird, auch einen Namen hat. Also haut all eure Namensvorschläge raus. Es wird ein Mädchen und ja, ich gucke nochmal eben in die Regeln, ob es irgendwas Wichtiges für die Generation zu wissen gibt, wo wir bei der Namensgebung Rücksicht drauf nehmen könnten. Gut, Jolene ist wieder zusammengebrochen, bevor sie nach Hause gehen konnte. Toll. Aber ich habe gerade die Regeln aufgerufen. Also die zweite Generation hat die Farben Weiß und Pink. Bei Jolene war es ja, glaube ich, Weiß und Gelb. Ja, genau. Und die zweite Generation wird freiberufliche Botanikerin als Bestreben haben. Dann Gärtner von Beruf, ist nicht kokett, liebt die
die Natur und fröhlich. Und die Regeln besagen, dass die zweite Generation nicht an die echte Liebe glaubt, weil sie sich auch nicht mal sicher ist, wer die richtigen Eltern sind. Also die zweite Generation wird nie wissen, wer tatsächlich der Vater ist. Und genau, dann trifft sie aber jemanden als wahre Liebe, bla bla bla, und dann wird derjenige von einer Kuhpflanze gegessen. Das ist so der Beginn der zweiten Generation. Mehr will ich jetzt noch nicht spoilern, aber damit ihr schon mal wisst, worauf ihr bei der Namensgebung eingehen könnt. Wir suchen einen Namen für einen weiblichen Sim, der sehr gerne die Zeit draußen verbringt, die Gartenkarriere einschlägt und als Farben weiß und pink hat. Und Vladdy Daddy ist zu Besuch. Dann geht er trotzdem mal schlafen. Beziehungsweise so spät ist es ja noch gar nicht. Vielleicht kann Philipp, nee, du gehst jetzt nicht grillen. Kannst du dich mal um die Kinder kümmern? Was ist denn mit euch? Können wir mal eben kurz hier schauen? Ach, ich hab's vergessen, in den Kühlschrank zu tun. Was die Kinder brauchen. Dir geht's gut. Und dir geht's auch gut. Mensch, den Kindern geht's in der Abwesenheit mal ausnahmsweise gut. Dafür ist Philipp müde. Ja gut, weißt du was, Philipp, dann gehst du auch schlafen. Und die Kinder lasse ich hier einfach ihr Ding machen. Aber da am nächsten Tag ja auch der Geburtstag der Zwillinge ansteht und sie endlich zu Kindern werden, würde ich den Part dann auch mit dem Anblick der beiden kleinen Kinder beenden, die hier wild durch die Küche laufen. ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ihr freut euch genauso sehr wie ich, dass Julie mit der zweiten Generation schwanger ist und wir ein kleines Mädchen erwarten. Also schreibt mir sehr, 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 sehr gerne eure Namensvorschläge für das kleine Mädchen in die Kommentare und ich werde mir dann im nächsten Part einen davon aussuchen bei der Geburt, den das Mädchen dann haben wird. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!